Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und zwar soll es heute mal wieder um das DSA-Forum gehen. Ich hatte ja schon vor ein paar Tagen eine andere Ankündigung gemacht, da ging es um die Wiki Aventurica und heute soll es gehen um den Rezi-Spaß im Juni. Es geht nicht um Rätsel, es geht um eine Rezension. Und wenn ihr in dem Verlauf eurer DSA-Geschichte drei Publikationen gelesen habt oder mehr, dann dürft ihr jetzt auch gerne eine Rezension dazu verfassen und werdet dann belohnt mit einer weiteren Badge. Das ist ja das, was ich das letzte Mal hier schon erwähnt hatte. Hier kann man dann dazu auch bei Zorn diese Wiki Aventurica Badge sehen und die würdet ihr dann eben ein weiteres Mal jetzt bekommen. Eine weitere Auszeichnung, die ihr euch hier verdienen dürft. Worum soll es gehen? Wir können hier oben im Forum, wenn ihr hier eingetragen seid, können wir hier draufklicken, dann kommen wir direkt dann zu dieser Seite. Und hier steht auch schon quasi, was ihr tun sollt, müsst, dürft. Drei Rezensionen, die dann ja geschrieben werden dürfen. Ich gebe, weiß ich nicht, 4 von 5 Punkten, 3 von 5 Punkten, meinetwegen auch 7 von 10. Es muss nur einfach nur ergründbar sein, wie diese Rezension dann eben zu dieser subjektiven Meinung dann gekommen ist. Es gibt dann hier über diesen Rezi-Spaß einen weiteren Link zu den ganzen Rezensionen hier im Forum und die könntet ihr dann einfach sehen, indem ihr dann einfach draufdrückt. Öffnet sich ein neues Fenster und hier werden dann alle Rezensionen gespeichert. Da sucht ihr einfach mal raus, wenn ihr selber nur gespielt habt, dann könnt ihr natürlich auch Abenteuer bewerten. Das wäre dann keine Spielleiter-Rezension, sondern eine Rezension aus Spielersicht. Auch das ist völlig okay. Gibt es schon eine ganze Menge von. Alternativ könnt ihr natürlich auch Spielhilfen bewerten, sowas wie Regionalwerke, die Vademeki, Vedimeka, die Götter Vademeka. Könnt ihr da dann bewerten, aber auch Romane, wenn ihr welche gelesen habt. Alles, was hier irgendwie euch einfällt, könntet ihr dann bewerten und da klickt ihr dann einfach auf das Abenteuer, was ihr gespielt oder gelesen habt. Zum Beispiel dann Unheil über Arivor. Da ist dann hier so ein kleines Fenster und da könnt ihr dann direkt einfach mal eine der 5 Optionen auswählen. Die Eintrittsbeiträge werden eigentlich immer von Talion geschrieben, dem Moderator hier. Ihr könnt dann einfach darunter einen Bericht schreiben. Das darf, wie das eben in diesem Forum da eben stand, kein, ich bewerte das genauso wie mein Vorgänger sein. Das soll es nicht sein. Es soll wirklich ein bisschen ausführlicher sein. Könnt ihr euch dann mal angucken, wie das die anderen gemacht haben. Hier ist dann von W20 eine Rezension. Der hat das dann sehr ausführlich gemacht. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel. So viel muss es gar nicht sein, aber könntet ihr euch dann auch durchlesen, falls euch sowas interessiert. Es geht einfach nur darum, dass wir ein bisschen mehr Rezensionen bekommen. Die werden dann eben auch auf dieser Seite, Rollenspielbewertungen werden die eingetragen. Das ist direkt damit verknüpft. Das muss euch jetzt gar nicht interessieren. Aber auch hier könntet ihr dann zu anderen Publikationen könnt ihr euch dann ansehen, was sind denn die besten Abenteuer, die je gespielt wurden, was sind die besten Splittermond-Sachen, ja, es gibt das auch für Cthulhu-Abenteuer und da wird dann jetzt im Laufe der Zeit, wird dann noch weitere Systeme, weitere Rollenspiele werden dann hier eingetragen und wenn euch das interessiert, dann könntet ihr auch da euch einmal ja, reinlesen, reinschauen. Ich werde das alles unten verlinken, wenn ihr möchtet und ja, ansonsten soll es das mit dieser Ankündigung auch schon sein. Viel mehr habe ich gar nicht zu reden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Wie gesagt, es wartet eine schöne Badge auf euch, eine schöne Auszeichnung. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.